Hallo und willkommen zurück zu Shininyas Let's Plays und Spellforce 3. Und ich bin dann auf der Karte die Goldene Straße unterwegs und habe gerade das letzte Haupthaus der Feinde überrannt. Und hier ist die Sequenz. Nicht, bis wir Grauschanze zurückerobert und uns um Lakaien gekümmert haben. Los, zurück zum Außenposten. Wir müssen uns besprechen. Okay. Das heißt, ich hätte jetzt sogar die Möglichkeit. Ach, hier unten bin ich. Kann ich eigentlich noch bauen? Ja, Rohstoffe habe ich auch noch. Also, wie ist der Plan? Ja! Kann ich ja erstmal jedes meiner Lager aufwerten. Ja. Zumindest bei denen, wo es noch geht. Was benötigt ihr? Ja, gleich. Worum geht's? Erwarte Anweisungen. Ich verstehe. Schon schnell. Sehr wohl, Augur. Und hier ist auch noch ein Händler. Aber hier ist kein. Ach, da ist doch ein Item. Befehle? Ein Schmied. Beiden geht es. Das werden wir. Danke für eure Hilfe. Du sollst mit mir handeln. Bau abgeschlossen. Ihr seid Abenteurer, was? Kommt, menschlicher Steinturm. Ich bin mir sicher, ich habe etwas, das euer Interesse erwecken könnte. Bau abgeschlossen. Okay. Bau abgeschlossen. Weise Wahl. Bau abgeschlossen. Die besten Waren von Kalaya bis Nortanda. Haben wir noch was zu verkaufen? Bau abgeschlossen. Nö. Lebt gut. Jawohl. Jetzt kann ich nämlich bestimmt auch diesen Turm upgraden. Ach nee, die Forschung fehlt. Sicher doch. Das war ja nur die Verstärkung. Wie ihr wünscht. Ach, hier ist ja doch nur was. Ja, und das ein Teleporter. Ist ein guter Ort. Na, sieh mal einer an. Alles klar, einen Moment. Schauen wir uns das mal an. Jetzt! Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ich bin bereit. Gut. Wird schon schief gehen. Ja, das ist ein guter. Fehle? Das wird schnell gehen. Bau abgeschlossen. Was haben wir hier? Banditen gibt's also doch noch. Bau abgeschlossen. Dann wollen wir doch mal sehen, das Fantasie. Kompliziert.
Lol, hier ist nie einer rein. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Und los. Eisenschmitze. Bau abgeschlossen. Ah, hier war ja auch Lenya. Das hätte ich mal sehen sollen vorher. Zalraka. Bau abgeschlossen. Erwarte Anweisung. Tafred Vayne! Angriff! Was? So, erkunden wir noch den Rest der Karte. Beratschlagt euch mit ja, den. Ja, das ist Verbindern. Ein guter Ort. Bau abgeschlossen. Ah, hier ist ein Portal. Was benötigt ihr? Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Zarach führt mich. So viele Lager, die hier in der Nähe Bau sind. Bau abgeschlossen. Gute Idee. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. Bau abgeschlossen. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Hier ist nächste. Krass. Mehr Sektoren, ultra mehr viele. Hier liegen überall noch Rohstoffe. Posten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Das wäre auf jeden Fall die Ecke gewesen, wo viel Lenya ist. Für davon die Feuerzeit hatte ich ja tatsächlich nicht so viel. Hey, apropos. Was für ein großartiges. Ja, das Bau ist ein abgeschlossen. Ich bin ja leider viermal gestorben mit einem Helden. Aber ich finde es krass, dass nur von unten was kam. Ich hätte gedacht, gerade oben bei dieser fetten Brücke, dass von da aus auch ständig was kommen Bau konnte. Bau abgeschlossen. Ja? Gehen wir es an. Ach, ja, da ist sogar das was. Ist ein guter Ort. Bau abgeschlossen. So, aber das war jetzt nur die Goldene Straße. Grauschanze ist ja dann auch noch da, aber eigentlich müsste sich ja jetzt die Armee von denen auf jeden Fall aufgehalten haben. Grauschanze hieß es ja dann keine eine Elite-Truppe. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ja! Krass, wie viele das sind. Warum ist hier unten eigentlich noch einer? Da scheint nichts zu sein. Bau abgeschlossen. Wahrscheinlich bringt das gar nichts, was ich jetzt noch mache. Aber der es geht Außenposten ums wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ja! Wird schon schief gehen. Macht euch bereit. Gute Idee. Mehr Sektoren, mehr Kontrolle. Bau abgeschlossen.
Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Was ist? Verbrennen wir sie. Angriff! Na dann, macht euch bereit. Damit haben wir es jetzt aber auch fast. Gehen wir es an. Bau abgeschlossen. Für die Feuerzeuge. Hier oben noch eins, wollte ich gerade sagen. Und dann hole ich unten den Teleporter und dann war's das. Wie viele Rohstoffe ich habe. Leider Gottes von Lenya nicht so viel, weil ich da echt gepennt hatte. Der Außenposten wurde errichtet. Die ich hatte. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Da war halt nichts. Verbrennen wir sie. Bau abgeschlossen. Catherine Bane! So, einfach nur aus Spaß mache ich die jetzt noch. Apropos, hier unten waren noch ganz viele Items. Die sollte ich vielleicht noch einsammeln. Bau abgeschlossen. Von ihr gehört. Was wollt ihr? Erwarte Anweisungen. So, wo war das? Nimmt sich also, nicht hier. Wie ist der Plan? Ja. Alles klar. Bau abgeschlossen. Interessant. Weil in jeder Ecke der Karte war ein Händler. Na, sieh mal einer an. Das sind von den ganzen Lichtbringern wahrscheinlich die Essenzen, was auch immer ich dich damit machen kann. Schauen wir uns das mal an. Worum geht's? Ja. Befehle? Das ist komplizierter als ich dachte. Jetzt! Was? Wir werden angegriffen. Das wird schnell. Bau abgeschlossen. Was für ein Grund? Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Was benötigt ihr? Zalraka. Bau abgeschlossen. Ja? Also, wie ist der Plan? So, mal drüber speichern. Bau abgeschlossen. Grauschanze. Ja, Anga. Ihr habt gesagt, wir sollten auf eine kleine Truppe setzen, anstatt die Stadt mit unserer ganzen Armee zu stürmen. Habt ihr eure Meinung geändert? Ein Ansturm könnte uns Deckung verschaffen. Nein, mit einer derart großen Armee in Graufurt einzufallen, wäre Selbstmord.
Sie würden uns in die Gassen einpferchen wie Vieh. Mein Vorschlag bleibt derselbe. Wir stellen eine kleine Division aus Elite-Soldaten zusammen, von der ihr, eure Gefährten und ich Teil sein werden und kämpfen uns den Weg zur Schanze hoch. In der Zwischenzeit wird der Rest unserer Armee die Überbleibsel der Reinheit, die noch in der Stadt sind, so gut es geht, ausschalten und sicherstellen, dass die Tore nach Graufurt in unserer Hand bleiben. Gut, dann vergeuden wir keine Zeit mehr. Eines noch, Taha. Was? Es hat eine gewaltige Verschiebung im magischen Muster der Stadt gegeben. Mhm. Etwas geschieht. Stimmt. Was zum Henker ist das? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir müssen es selbst herausfinden. Noch ein Grund, sich zu beeilen. Das nicht. Los, marschieren wir. Für Northanda. Für Myra. Ja? Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ja, hat überhaupt nichts gebracht, dass ich die Karte noch erkundet habe. Außer, dass ich dieses eine Banditenlager da am Ende noch gefunden habe. Aber ich glaube nicht, dass ich hier jemals zu dieser Karte wieder zurückkommen werde. Wohlan, hier wären wir. Oh, geht gleich los. Ich hätte gedacht, dass es nochmal Weltkarte ist. Letzte, das Schicksal Northanda liegt in eurer... Lakaien versteckt sich irgendwo in der Schanze. Dann bringen wir es zu Ende. Ja, allerdings wird er mittlerweile wissen, dass wir kommen, also müssen wir uns auf Widerstand vorbereiten. Oder vielleicht sogar auf eine Falle. Soll heißen, wir müssen sicherstellen, dass sie uns nicht in unserem Rücken einen Hinterhalt legen. Der Hauptteil der Truppe wird also hier bleiben und das Tor und die Brücke verteidigen. Wir haben nicht genug Truppen, um alle Geheimgänge in die Festung abzusichern, also ist es möglich, dass die Reinheit Verstärkung durch sie hineinschleust. Ich bezweifle es zwar, aber wir müssen damit rechnen. Sie könnten auch durch die Nebentore hineingelangen, aber wir können keine Truppen erübrigen, um sie auch noch zu bewachen. Hoffen wir einfach das Beste. Was ist mit den Gefangenen, die wir auf dem Schlachtfeld gemacht haben? Meinte Lady Myra nicht, dass sie sie befragen möchte? Gut, dass sie es erwähnt. Ja, meinte sie. Und sie hatte Erfolg. Laut ihr hat die Reinheit in einem Schatzraum des lagert, die sie auf ihren Raubzügen in die Wächtertempel erbeutet. Korrekt. Aber es wird nicht leicht, dort hineinzukommen. Kein Problem. Einer der Kommandanten der Reinheit hatte ihn bei sich. Na dann, geben wir alles. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Aha. Ja? Ich könnte die gerade anders nicht anklicken. Was ist? Ja. Wie ist die... Aber wir halten hier die Stellung. Taha. Gut, dass ihr noch mal vorbeischaut. Haltet kurz still. Was? Was macht sie? Wow. Was? Elends Berührung. Ich schätze, man könnte es einen alten El... Und hier... Das habe ich bis eben noch für mich aufbewahrt, aber jetzt kann ich... Was ist das? Ja, aber ein besonderer. Verrückt, oder? Da stehen wir nun und kämpfen auf derselben Seite. Viel Glück da draußen, Taha. Möge Elends Licht euch leiten. Was hat sie denn mit mir gemacht? Dass der Finger durchläuft. Ah, Leben und Fokus ist, glaube ich, ein bisschen hochgegangen. Verstanden. Ah, Taha. Schöne Rede. Danke. Du meintest... Ja, und ich werde es kurz machen. Gor hat recht damit, dir zu trauen. Hier, das solltest du haben. Meine Axt. Brauchst du sie nicht? Ich hol mir eine neue. Du bist derjenige, der die große Schlacht zu... Und hier, der älteste Zierach hat mir das gegeben. Du weißt schon. Hm. Es sieht aus und riecht wie flüssige Waagscheiße. Und genauso schmeckt es auch. Alles klar, danke. Ja, ja, in Ordnung. Mhm. Eine Zweihandwaffe mit 8,3 DPS. Ich habe zwei Einhänder mit 13. Abbild, Metall, Übel, Katharina, Steinker. 771, 61 und 43. Hm. Da habe ich jetzt nicht gesehen, was da hochgegangen sein soll. Interessant. Nein, danke. Was? Keine pathetischen Abschiede. Ich hatte das gleiche Bild wie ich. Das klingt so, als würdet ihr da. Und wie kommt ihr darauf, dass. Ach, keine Ahnung. Läuft das normalerweise nicht so? Und nein, das ist kein altes Relikt oder dergleichen.
Einfach nur mal. Ich weiß, es ist albern, aber ich würde mich besser fühlen, wenn ihr ihn nicht tut. Also alles nicht der Rede wert. Viel Glück, Taha. Wir halten euch den Rücken frei. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hm. Meins macht Splash Damage, aber gut. Kommandanten Lacanes gefunden hat. Vor allem an einem Kommandanten Lacanes gefunden hat. Ich hab's an einem Kommandanten bekommen. Schauen wir uns das mal an. Verstärkung. Ja, aber bringt mir das jetzt noch was? Viel Glück, Daha. Ihr schafft das. Es hieß ja eigentlich nicht, dass wir nochmal in der Armee kommen. Interessant. Aber Heiltränke könnte ich mir noch kaufen. Oh, das muss ich nicht gleich. Kampffertigkeiten umlernen. Achso, davon habe ich eigentlich genug. Okay, sie ist Taha, verdammt. Braucht ihr noch etwas? Ja. Wie ist die Lage? Taha, ich habe mein halbes Leben lang nichts anderes getan, als Untote zu bekämpfen. Jede Woche, aber warte. Das? Ein Glücksbringer. Glücksbringer? Das ist interessant. Wirklich interessant. Wenn hier... Was habt ihr getan? Ich habe einen Teil seiner Macht entfesselt. Jetzt entschuldigt mich, Taha. Wir sollten nicht noch mehr Zeit mit Gesprächen vergeuden. Dasselbe gilt für dich, Bruder. Keine Bange. Vor allem es hieß, das wurde entfernt. Und dafür habe ich ein neues gekriegt. Eure Waffenangriffe werden von der Macht Nithils Nithals durchdrängt. Betäubt Feinde bei jeder Autoattacke. Okay. Nithalf möge euer Schwert führen, Taha. Es liegt nun an euch. Auch nichts Neues, okay. Sicher doch. So, ich sollte vielleicht speichern. Interessant. Ja? Die Stadt brennt. Tiara, schenke mir Hoffnung für das, was da kommen wird. Elen, lass dein Wasser meinen Schmerz wegwaschen. Nicht für... Nein. Na schön. Aber versprich mir eines, Taha. Mach das schmerz. Ich will es einfach. Ich auch. Taha, was... Was tut ihr hier? Ihr müsst Lakaien aufhalten. Verstanden. Hab ich vor. Scheiße. Das ist schlecht. Alistair. Er gehört zu den toten Männern. Er kennt ihr... Verdammt. Du hast die Armee verraten und dich dem Boten angeschlossen. Ja, habe ich. Scheiße, Taha. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Sie haben alle abgeschlachtet. Ich wollte einfach nur leben. Und nun? Töte... Was? Nein, natürlich nicht. Die Geißel Aonirs und die Reinheit haben... Komm schon, Taha, du kennst mich doch. Die Scheiterhaufen... Aber du hast dabei... Was hätte ich denn sonst tun sollen? Es alleine mit dem Boot? Also komm schon, lass mich einfach gehen. Ich hab dich damals alles was... Interessant. Na dann, genug Zeit vergeudet. Finden wir Lakaien. Und meine Mutter. Das werden wir. Alter, ernsthaft? Die sind doch lustig. Okay, die Falle sollte reichen. Der Katapulte nerven echt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Na dann. Angriff! Ja, stimmt, es ist ja jede Autoattacke betäubt, das Ziel. Nächster.
Oh, ich wollte eigentlich das machen. Das ist Wimbat. Also für sowas ist die Kamera ja nicht wirklich gut gemacht. Ich bin bereit. Was ist? So, ich wollte gerade sagen, es gab doch mehrere Wege. Ich könnte also auch den Kämpfen aus dem Weg gehen. Ach, ich komme ja auch gerade von der linken Seite rein. Für die Königin! Letztes Mal waren wir ja hier. Ja, das sind Peanuts. Gehen wir es an. Schnappt sie euch! Scheiße! Verstärkung! Sie müssen durch die Seitentore hineingekommen sein! Verteidigt euch! Hauptsache, das Katapult stirbt. Schon haben sie keine Chance mehr. Und da oben steht ein einzelnes Katapult. Für die Feuerzähmer! So, da ist die Schatzkammer. Schon schief gehen. Ja! Da, wo es anfing, endet es. So, theoretisch sollte das hier die Schatzkammer sein. Ich speichere lieber. Und dann gucke ich mal kurz rein. Warum kann ich das nicht? Ja? Ihr könnt zurzeit nicht nach Grauschanze der Graue Turm reisen. Ich kümmere mich drum. Dann töte ich immer die Feinde. Aber ich bezweifle, dass es daran liegt. Elendsregen. Was zum Henker ist das? Sieht wie ein riesiger Eiserner aus. Und das ist die Barriere, von der der Gardist erzählt hat. Dann los. Das wird ein ordentlicher Kampf. Ja? Ihr habt eine Chance.
nicht jede Autoattacke betäuben. Hm. Vielleicht funktionieren tut das aber nicht. Das werdet ihr bereuen! Guter Plan. Wie ihr wünscht. Zara führt mich. So, die töte ich noch. Na dann. Und dann gucke ich mal, ob ich da jetzt reinkomme. Verbrennen wir sie. Okay, und ich sehe, wir sind doch schon wieder über 30 Minuten, deswegen mache ich erstmal eine kleine Pause. Bis später.